Swing, 40 Counts, 4 Seiten, eine Brücke, die auch als solche gekennzeichnet ist, nach der dritten Runde, vor der vierten. Und ein Restart in der achten Runde, wobei vor dem Restart eigentlich auch sowas wie eine kleine Mini-Brücke ist, die aber nicht als solche deklariert ist, denn es ist eine kleine Veränderung der Schritte, bevor der Restart getanzt wird. Das aber zu gegebener Zeit im Video. Die Schritte. Wir beginnen mit 4 Shuffle-Schritten und beschreiben mit diesen 4 eine Dreiviertel-Drehung, und zwar im Kreis. Wer sich jetzt überlegt, wo endet 3/4, der überlegt sich, wo jetzt seine rechte Schulter hinschaut. Und genau zu dieser Seite muss ich nach den 4 Shuffle-Schritten auch wieder hinschauen. Mit dem rechten beginnen wir. Shuffle 1, Shuffle 2 links, Shuffle 3 rechts, Shuffle wieder links. Nach den 4 Shuffle-Schritten habe ich eine Dreiviertel-Drehung voll, Gewicht ist auf dem linken Bein. Jetzt geht es Samba Across oder Samba Cross. Das Ganze mit dem rechten Bein gestartet. Cross Side Rock, das gleiche mit dem linken. Cross Side Rock, Gewicht ist auf dem linken Fuß. Rechts ein Rock Step, das heißt Rock Step, Gewicht ist auf links. Und jetzt schnell den rechten an den linken heransetzen, sodass ich mit dem linken nochmal einen Backstep nach hinten machen kann. Das heißt also, der rechte schnell unter das Gewicht dransetzen, sodass der linke wieder einmal links zurücksetzt und ich wieder das Gewicht auf dem linken Fuß habe. Danach diesem Back, das passiert relativ zügig, setze ich den rechten, der ja noch unbelastet ist, als Tap Across vor dem linken ab. Das Ganze sieht dann also zusammenhängend so aus, dass es ein Rock, Step und Back, Tap Across ist. Rechts ist unbelastet, es geht einmal Shuffle nach vorn, Shuffle vor und über die rechte Schulter ein Step, Turn, halbe Drehung. Step, Turn, jetzt nochmal ein Shuffle nach vorn, diesmal mit links, Shuffle vor. Und diesmal über die linke Schulter ein Step-Turn, allerdings mit einer Dreiviertel drehen. Auch hier, wo ist Dreiviertel? Da, wo eure rechte Schulter jetzt hinguckt. Im Zweifelsfalle habt ihr euch vielleicht sogar gemerkt, wo ihr die Seite angefangen habt. Genau da ist Dreiviertel zu Ende. Das heißt, Step, Dreiviertel, das Gewicht ist auf den linken, die rechts ist frei. Es geht zur Seite wie eine Art Welle. Side, behind, side, cross, side, Gewicht auf rechts. Und mit dem linken ein Sailor Step über die linke Schulter, Vögel Turn. Sailor Step. Dann ist der rechte frei, 2 Walk-Schritte mit rechts beginnend. Walk, walk. Und jetzt 2-mal Rock Step, einmal mit rechts, einmal mit links, als Unschritt verbunden, das heißt mit rechts. Rock, Step und Rock, Step, Gewicht auf rechts, ein Coaster Step mit links, Coaster Step. Und jetzt erfolgt über die linke Schulter ein Step Turn, dem rechten Fuß nach vorne, halbe Drehung, Step Turn, sodass ich das Gewicht am Ende auf links habe und jetzt wieder von vorne loslegen kann, denn da ist der Tanz zu Ende. Das heißt, ich müsste jetzt mit dem rechten Fuß vorwärts schaffen und eine Dreivierteldrehung machen. Achtung, in der Tanzbeschreibung, die auch hier verlinkt ist, ist die letzte Beschreibung des Step-Turn leider ein kleines bisschen daneben geraten, und zwar nur der fettgedruckte Teil. Dort steht, es wäre eine Drehung nach rechts. Aber wer dann in die Schrittbeschreibung guckt, also das, was nicht fettgedruckt ist, da steht es richtig, nämlich, dass wir uns links herumdrehen, sodass wir dann nach rechts beziehungsweise nach 3 Uhr schauen. Das heißt also, lasst euch da nicht von irre führen, dass da ein kleines R für rechts steht, sondern es ist direkt der Step-Turn halb über die linke Schulter. Das Ganze einmal Zählung. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6 und 7, 8. 1 und 2, 3, 4,
5 und 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Die Brücke, und zwar die erste, die wirklich als Brücke deklariert ist, nach der dritten Runde, das heißt, wir schauen dann Richtung 9 Uhr. Ja, wenn wir da lang angefangen haben, schauen wir da lang. Und bevor ich die Seite 4 tanzen darf, einfach nur einen Rocking Chair. Das heißt Rock und Back. Rock, die Zählung ganz normal. 1, 2, 3, 4. Diese Brücke ist relativ einfach, sie ist auch gut zu hören. Dann gibt es noch die Seite 8. Schönerweise ist die Seite 8 auch wieder begonnen, indem wir nach 9 Uhr schauen. Da beginnen wir die Seite 8. Wir tanzen einmal die Seite 8, so wie sie wäre. 5, 6, 7, 8. Schaffen, 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 schaffen. Samba Cross, Samba Cross. Und dann Rock, Step und Back. Step Across. Den Shuffle von vorne nehmen wir auch noch mit. Shuffle vor. Und jetzt verändern wir die Schritte wie folgt. Deswegen ist eigentlich, wäre es ganz korrekt, wenn man da das auch nochmal als Brücke deklarieren würde. Denn wir machen jetzt keinen Step halb, so wie es eigentlich nach dem Shuffle wäre, sondern mit dem linken einen Step und mit dem rechten einen Brush nach vorne. Diese beiden Schritte sind also eingefügt und dann machen wir den Restart. Das heißt, von dem Brush geht es dann mit dem Shuffle-Turn, Dreiviertel-Turn wieder los. Deswegen in Runde 8 eigentlich, wenn man es ganz korrekt nimmt, sowohl eine kleine Brücke als auch der Restart. Das Ganze einmal mit Musik. When I came to town, they call it the summer of love. So burning babies, burning flags, the hawks against the doves. I took a job, the scene began.